Retro-Morgen. Hä? Aufwachen. Oh yeah. Einen wunderschönen guten Hallo wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 2 und rasierte Edition. Okay, ich habe mich einfach jetzt, ich wollte heute unbedingt noch eine Folge rausbringen. Und hätte ich mich jetzt dann noch rasiert, dann hätte ich ein komplett rot getupfertes Gesicht gehabt. Darauf hatte ich jetzt eher weniger Lust, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm. So, und dieses Blut tut Aua machen, was blöd ist. Und ich weiß nicht, wofür ich mich jetzt entscheiden soll. Dieser Blutfleck da sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus mit dem schwarzen Punkt in der Mitte, aber okay. Springen wir einfach mal irgendwo runter und schauen, wo wir rauskommen. Da wäre ein Teleport gewesen, okay. Kommt man da irgendwo hin? Nee. Das ist ein komisches Level. Mit einer komischen Musik. Ah, jetzt ist es schon familiärer. Für Doom passt dieses Sneaky-Zeug nicht unbedingt. Stopp, 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 bitte. Da, zu viele Gegner. Ah, Herrschaftszeiten, das gibt es ja nicht. Ah, Hubala. Wow, verpisst euch. Stirbt alle miteinander. Ah, fast. Fast hätte es funktioniert. Aber leider war dem dann doch nicht so. Wie auch immer, da drüben ist eine Megasphäre, die schnappe ich mir jetzt. Wahrscheinlich werde ich das gleich bereuen. Gleich demnächst. Nein, stirb. Blöde Sau. Oh, der hat es auch schon geschafft. So, da ist noch einer, da ist noch einer. Und ich glaube, der hat es auch geschafft, ne? Ja. Ah, das tut Aua. So, 16 Ammo habe ich. Da ich eine Megasphäre habe, kann ich hier ein bisschen rumplanschen. Das ist nicht so schlimm. Das ist auch interessant, ne? Giftiges Blut. Klar, macht Sinn. Warum auch nicht? So, dann rennen wir hier mal rein. Und woher? Gut. Ich habe den mal den Vortritt gelassen. Ich meine... Oh. Man muss natürlich auch ein bisschen höflich sein. Oh, kacke. Oh, ernsthaft? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Leck mich fett, machen die einen Schaden. Das gibt's doch nicht. Nein, nein, ich will nicht resetten. Ich will nicht resetten. Ich hab keinen Bock drauf. Stirbt einfach, stirbt einfach, stirbt einfach alle. Und reset. Load game. Blood Falls. Why not, baby? Why not? Okay, die Megasphäre ist definitiv überlebenswichtig. Deswegen schauen wir einfach mal zu, dass wir das nicht verkacken hier. So. Der hässliche Krapfen da sollte endlich mal drauf gehen. So war das übrigens nicht gemeint. Ach, warte mal, ich habe ja schon... Oh, ich hätte eigentlich so viel Leben gehabt, dass ich das wahrscheinlich überlebt hätte. Na egal, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe. Was nicht der Fall ist im Moment, aber wenn ich danach, bei der anderen Geschichte, die ganzen Leute auf mich einballern, nochmal drauf gehe, dann versuche ich das als erstes und hole mir danach die Megasphäre. Was natürlich sehr viel mehr Sinn macht. So, aber wir brauchen ein bisschen Muni, deswegen müssen wir ein bisschen auch Opfer da. Etwas opfern, meine ich, ne? Sie verstehen? Das ist gut. Huh. Schnauze, ihr Blödbeno. So, da natürlich nehmen wir gleich den Raketenwerfer zur Hand. Und schauen wir mal. Hier ist doch eine nette Gegend, um sich mal volle Panzerung zu nehmen. Das ist, finde ich, gut. Finde ich sehr gut. Damit kann ich sehr gut leben. Das mag ich. Oh, ich habe nochmal Aufladekabel dran. Ups. Egal. Dann bleibt's halt jetzt dran. Whatever. Okay, was nehmen wir? Wir nehmen den Raketenwerfer und gehen so scheibchenweise rein. Scheiße. Weil ganz rausgehen... Also wie es sich anhört, ballern die sich gerade alle gegenseitig über den Haufen. Wo sind denn die alle? Die waren genau über mir, na klasse. Das ist aber nicht. Die Schnauze. Noch einer, noch einer. Wo?
Ey, du warst doch voll ganz woanders. Sag mal, wo kommen die ganzen Heavy-Dudes her? Das ist ja voll ätzend. So. Wie komme ich denn eigentlich da hoch? Hier. Hätte ich mir eigentlich selber sagen können. Aber ich schaue erstmal hier rein. Hier finde ich bestimmt auch lauter lustige Sachen. Oh, wie zum Beispiel ein Heavy-Dude, den ich überhaupt nicht lustig finde. Kacke, nur noch 23 Leben. Das ist doch voll ätzend. Ich wäre für Leben. Leben? Nein, das war ein Sarge. Ich will leben. Vielleicht ist oben, wo die ganzen tollen Leute waren, etwas. Na ja, schauen wir mal hoch. Hoffentlich finden wir mehr als nur den Tod. Ja, leben. Das ist doch schon mal was Hübsches. Hier brauchen wir die blaue Keycard. Ja, wir haben den Sprung geschafft. Und nochmal leben. Und nochmal leben. Und ich bin glücklich. Wow. Beinahe hättet ihr mich von meinem schönen Leben beraubt oder wie auch immer. Fat Effa. Ist ja auch egal. So, dann gehen wir doch mal durch den Teleporter und schauen mal, was uns so erwartet, aber nicht ohne vorher zu speichern. Sonst wären 6,5 Minuten komplett für die Popo gewesen. Und wir mögen nicht, wenn Sachen für die Popo sind. Das wollte ich übrigens nicht. Eine blaue Keycard, ganz einfach so, herrenlos, bereit zum Aufsammeln. Na klar, das glaube ich sofort. Ernsthaft? Okay, Moment, der Haken kommt erst noch, oder? Das gibt keinen Haken! Es gibt keinen Haken. Oder kommt erst ein verspäteter Haken? Ich kann es gerade nicht glauben, dass sie mir einfach so die blaue Keycard geschenkt haben. Das ist irgendwie so... so überhaupt nicht dummmäßig. Dummmäßig? Was? Okay, aber nach der blauen Tür kommt wahrscheinlich was richtig Böses. Na, ich kann es jetzt einfach gerade nicht glauben, dass die mir einfach... Ups. Na egal, da gibt's was zum Aufsammeln. Achso, habe ich schon komplett. Na gut, okay. Ja, okay, eine ganze Horde von Gegnern, aber das ist ja, hatten wir vorhin auch schon gehabt. Ach, die schießen sich gerade wieder selber über den Haufen. Okay, nicht ganz. Nein. Au. Minigun Action. Chain Gun Action natürlich, man sollte das natürlich schon richtig bezeichnen hier. Das kann ja wohl sonst nicht angehen. Okay, ja gut, da drüben haben wir den Hell Knight. Macht die Sache auch nicht so viel ungewöhnlicher. Okay, die haben uns einfach eine blaue Keycard geschenkt. Na gut. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Warum schieße ich jetzt eigentlich den Typen? Na egal. So, bevor eine Überraschung direkt vor unserer Nase auftaucht, wechsle ich lieber die Waffe, weil... ne, Rakete und so, nächste Nähe... ist er uncool? Jawohl, danke für die BFG. Kommt hier noch was? Kommt hier noch was? Gibt's hier noch was? Nein. Schauen wir dann mal weiter. Überraschungen? Noch nicht, wie es ausschaut. Wir lassen uns überraschen. Immer noch keine Überraschung. Oh. Da haben wir sogar zwei davon. Bisschen nervig, dass sich das so reinjustiert. So reinjustiert. Die sind vielleicht behinderte Wörter. Ich meine, dass die so ein bisschen rechts und links auch lenken, die Raketen, nicht nur oben und unten. So dass ich dann die ersten paar Schüsse ein bisschen auf mich ablenke. Das ist ein bisschen dämlich. Hier lang muss ich. Oh, Kacke. Wollte ich eigentlich. Oh nein. Ja, bekriegt euch selber. Nein, Raketenwerfer wollte ich. Oh, das ist so... ah, es ist viel Schaden. Hau ab, hau ab, hau einfach ab. Wo ist BFG? Hier ist BFG. Ist er tot?
Jetzt ist er tot. Oder? Nee, ich hab noch was gehört. Warum verschwende ich ihn jetzt? Nein, 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 geh weg. Ich drück immer noch falschen Knopf. Yes! Okay, das ist schlecht. 35 Leben. Und so meistens eher scheiße. Kein verstecktes Leben. Ja, ich habe den Knopf gesehen, aber ich will erst mal gucken. Hier machen diese Elite-Dinger auf. Nein, die sind bloß zur hässlichen Zierde da. Barrels of Fun brauchen wir nicht mehr. Okay. Das schaut ja cool aus. Gab's noch irgendwo einen anderen Knopf? Da. Achso, das war derselbe. Da ist sonst nirgendwo ein Knopf, ne? Okay. Auf geht's. Ein interessantes Ende. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Kills 101%. Nur so zur Info. Ich dachte, das geht eigentlich bloß auf den Schwierigkeitsgrad Nightmare. The Abandoned. Bla bla bla. Okay, egal. Dafür, also wir hören heute schon auf. Das wird diesmal eine kurze Folge, ist auch schon recht spät. Somit, ja, vielen Dank fürs Zugucken und das schauen wir uns dann morgen an. Somit vielen Dank und adios, ciao, ciao. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt, einfach voll in die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.